herzliches Willkommen. Wir sind in der KW 33. Das ist die Woche 15. bis 21. August 2022 mit Sonne im Löwen. Wir haben in dieser Woche Mars und Pluto, die ab 13. schon in Verbindung stehen und richtig was anpacken lassen. Pluto ist im Steinbock rückläufig, Mars im Stier, also eine Menge Erdenergie. Wir haben dann Montag, da ist nicht so viel los. Wir haben Merkur und Uranus, die sich verbinden. Merkur ist ja in der Jungfrau und Uranus im Stier auch wieder Erdenergie. Also da kann man einiges vorbereiten. Am 16. dann haben wir Venus und Jupiter am 18. Das sorgt dafür, dass man eben in Finanzen, aber auch in Beziehungen natürlich Unterstützung erhält. Venus befindet sich ja mittlerweile im Löwen, Jupiter im Widder rückläufig. Also es gibt auf jeden Fall eine gute Unterstützung. Am 20. wechselt der Mars vom Stier in die Zwillinge. Da kommt richtig Bewegung rein in den Laden. Also es kann natürlich auch Nervosität sein und ein bisschen Stress und ein bisschen zu viel Kommunikation. Aber da ist natürlich wieder was anderes los. Dann haben wir Merkur und Neptun. Merkur in der Jungfrau, wie gesagt, und Neptun in den Fischen rückläufig. Ach, da sollte man nicht alles glauben, was man hört. Das geht vom 20. bis 22. Da muss man natürlich aufpassen. Also es ist nicht alles Gold, was glänzt, und man sollte gerade die Sternzeichen, die von Neptun auch betroffen sind, ausgesprochen vorsichtig sein. Man lässt sich schnell was vorgaukeln. Das wären die Fische selbst, das sind die Zwillinge, die Jungfrau und der Schütze. Das sind die Sternzeichen, die von Neptun so ein bisschen im Griff gehalten werden und manchmal so ein bisschen, verträumt sind oder auch launisch sind oder eben mit Neptun nicht wirklich den Durchblick haben. Lieber nochmal erkundigen, was los ist, was Sache ist, ja. Und ich denke mal, dass da einiges in dieser Woche sich in Bewegung setzt. Das ist aber ziemlich Ende der Woche, nämlich am Samstag, wenn der Mars wechselt. Ansonsten in der Woche ist natürlich weiterhin Erdenergie. Schauen wir uns das jetzt für die einzelnen Sternzeichen an. Bis gleich. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind in der KW 33. Das ist die Woche 15. bis 21. August 2022, wir haben Sonne und Venus im Löwen. Das beflügelt dich als Waage natürlich umso mehr, da es um majestätisches Auftreten geht, um Selbstdarstellung. Und da, das ist etwas, womit du sehr gut handhaben kannst. Und wir haben natürlich auch den Jupiter im Widder rückläufig. Und da kann man manchmal ein bisschen zu unvorsichtig sein. Es ist wichtig, dass man auf dem Teppich bleibt, das ist gut. Saturn im Wassermann rückläufig bis 23. Oktober. Da machst du dir Gedanken über deine weitere Zukunft, wie es weitergeht, ja. Und vielleicht kannst du da auch schon Dinge planen. Mit Uranus im Stier haben wir keinen direkten Einfluss. Wir haben Neptun in den Fischen, den du Gott sei Dank auch nicht spürst. Pluto im Steinbock rückläufig. Da haben wir irgendwie so ein bisschen Aggressionen, die da aufkommen können, gerade in größeren Gruppen. Da sollte man aufpassen. Da habe ich auch schon mal vorgewarnt, wenn da so eklige Konstellationen waren. Aber es ist auch wichtig, dass man eben nicht zu sehr versucht, andere zu beeinflussen. Mit Mars im Stier bist du zurechtgekommen, aber Mars im Zwilling beflügelt dich sozusagen. Da kommst du so richtig in Fahrt. Und bis Jahresende wird auch der Mars in den Zwillingen bleiben. Es geht darum, dass du deine Talente, die du hast, egal in welchem Bereich, nutzt, dir aber nicht zu viel vornimmst. Ja, du kannst Kontakte nutzen, du kannst Leute für dich begeistern, das ist großartig. Aber bitte immer auch in einem gesunden Rahmen, nicht zu viel auf einmal, das führt zu nichts. Das würde dich dann wirklich noch in Stress versetzen und das kannst du nicht gebrauchen. Tolle Energien mit Löwe Venus bis 5. September, also da ist so das ein oder andere schöne Liebeserlebnis drin.
Das solltest du natürlich auch ausnutzen. Merkur ist in der Jungfrau, das ist nicht so schön, nicht so prickelnd. Aber naja, man muss eben genau agieren und auf die Dinge antworten. Wenn man gefragt wird, wir haben einen Urlaubsflirt in dieser Woche, auch Party oder eben auch gemeinschaftliche Unternehmungen mit vielen Leuten nach Möglichkeit. Also sehr gesellig, man kann viel unternehmen oder man kann das eben auch geschäftlich gut nutzen. Also tolle Energien. Schauen wir uns das jetzt auch noch in den Karten für dich an. So, liebe Waage, wir sind in der KW 33 bei der allgemeinen Kartenlegung für die Waage vom 15. bis 21. August 2022. Ja, schauen wir uns an, was die Karten in dieser Woche für die Waage haben allgemein. Du sollst natürlich selbst entscheiden, was davon du für dich in deiner persönlichen Situation anwenden möchtest. Es ist ja deine Verantwortung zu entscheiden, was dich weiterbringt. Die Karten und auch die Astrologie können immer nur Ratgeber sein, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wie sieht die Energie aus für die Waage in dieser Woche? 10 der Kelche. Liebevolle Energie. Wir haben ja auch Sonne und Venus im Löwen. Schöne Energie sollte man natürlich dann auch nutzen. Familiär ist das auch liebevoll, partnerschaftlich. Sehr schön. Wie siehst du dich denn selbst in dieser Woche? Der Gehängte. Du bist eher der Beobachter. Also du schaust erstmal zu, schaust, wie das alles zusammenhängt und möchtest dir ein Bild machen. Was ist dein Wunsch? König des Feuers, Feuerenergie, Temperament, Leidenschaft. Ja, du entwickelst vielleicht eine Leidenschaft für etwas oder für jemanden. Das ist auch Optimismus, Strahlkraft. Ja, Hoffnung und Ängste, Manifestation mit dem Magier. Also nicht nur darüber nachdenken, sondern sie real werden lassen. Gut für dich, 9 der Kelche, Wunscherfüllung. Da kann sich einiges für dich bewahrheiten, umsetzen lassen und dass du dich einfach gut fühlst. Nicht gut für dich in dieser Woche ist die 6 der Erde, ausgewogenes Geben und Nehmen. Es kann sein, dass es auf der einen oder der anderen Seite ein bisschen unausgewogen zugeht. Also, dass sich einer übervorteilt fühlt oder jemand fühlt sich benachteiligt, je nachdem. Ausgang in dieser Woche ist die Königin des Feuers. Königin des Feuers bedeutet Ärmel hochkrempeln, optimistisch sein und die Dinge angehen. Also nicht nur tatenlos zuschauen, sondern aktiv daran mitarbeiten, dass die Dinge real werden können und dass eben es auch Wunscherfüllungen gibt. Hört sich ja schon mal sehr, sehr vielversprechend an. Schauen wir uns jetzt an, was von außen kommt, in Form von Personen, aber auch von Ereignissen, von Vorfällen, von Dingen, die so dir begegnen in dieser Woche. Was haben wir da für die Waage? Womit solltest du in dieser Woche rechnen? Mit dem Mond. Der Mond ist eine Energie, ja, man hadert mit etwas, etwas kommt wieder aus den vergrabenen Sachen heraus, die man längst hinter sich geglaubt hatte. Oder ja, man dachte, das wäre schon gegessen. Jemand könnte etwas wieder aufbringen, was schon lange zurückliegt zum Beispiel. Der Mond ist eine Energie des Verborgenen, was an die Öffentlichkeit kommt, was nach vorne kommt. Also auch Erkenntnisse natürlich. Wir schauen mal. Wie sieht das aus? 3 der Schwerter, du fühlst dich gekränkt von etwas oder jemandem. Die Sonne, positive Energie, Strahlkraft, auch Optimismus, ja, Herrscherin. Also mit Optimismus kommst du natürlich weiter, als dass du dich davon runterziehen lässt. Ja, du bist auch da sehr erfolgreich. 10 der Münzen, Stabilität und Sicherheit, in Beziehung genauso wie im Finanziellen. Und der König der Schwerter ist ja auch deine Energie, Klarheit und Wahrheit. Der König der Schwerter steht oft auch für den Berater oder den Sachverständigen, ne? Oder den Ratgeber, den Mentor, je nachdem. Knabe der Schwerter, Informationen, also vielleicht bekommt man Informationen, steht aber unter der Position nicht gut für dich, könnte sein, dass jemand nicht unbedingt die Wahrheit sagt oder dass man das vorsichtig angehen sollte mit Informationen. Gespräche auf Augenhöhe, offen, ehrlich, respektvoll. Man spricht miteinander und man hört einander aufmerksam zu. Eines der wichtigsten Dinge, die es in Beziehungen zwischen Menschen gibt. Ja, die Kommunikation. Schauen wir uns an, wie das für die Waage in dieser Woche aussieht. Der Gehängte.
die Situation aus allen Blickwinkeln und Perspektiven betrachten. Entspannt, 6 der Schwerter und ein leidenschaftlicher Neubeginn. Ich denke mal, dass du dich umschaust, welche Möglichkeiten habe ich denn? Und du checkst die Machbarkeit, würde ich einfach mal sagen. König des Feuers als Wunsch. Da ist der Neubeginn, der Narr, und da ist die 2 der Stäbe. Okay, 2 der Stäbe, du stehst vor einer Weggabelung, hast eine Tendenz und ich denke, du weißt auch, wo du hin willst. Es kann aber durchaus sein, dass der ein oder andere Einfluss nimmt auf dich als Waage, ja, weil er oder sie eben seinen eigenen Vorteil vielleicht schwinden sieht. Vorsichtig, ne? Vor Einflussnahme. Der Magier in Hoffnung und Ängste. 6 der Münzen, nicht gut. Da sehe ich das. Manipulation, jemand möchte einen Vorteil für sich herausholen. Was der Kelche, Eigenliebe. Ich denke, dass du da keine Rücksicht drauf nehmen solltest. Ich denke, dass du dir nicht reinreden lassen solltest und dass du auf dich selbst achten solltest, was dein Bauchgefühl sagt, was deine Intuition sagt. 9 der Kelche. 4 der Stäbe, eine solide Basis. Wir haben auch die 7 der Kelche, Illusion, zu große, zu hohe Erwartung. Kann natürlich bedeuten, dass deine Erwartungen an die Sache, die Person oder was auch immer das ist, einfach zu hoch geschraubt sind. Das können auch die Erwartungen an dich selbst sein. Es gibt keinen Perfektionismus und es gibt keine Kontrolle. Deshalb, du solltest dich für eine Sache voll und ganz entscheiden, ja, und nicht hin und her titschen. Wir haben die 6 der Erde, da haben wir die Disziplin und da haben wir das Ass der Münzen. Stabilität und Sicherheit durch Disziplin herstellen, das ja. Allerdings, wie gesagt, denke ich, ist die 6 der Erde in dieser Woche nicht so gut dabei. Wir haben das eben auch hier auf dem Magier. Der Magier ist oft auch der Manipulator. Also sei da bitte vorsichtig, dass du dich nicht zu irgendwas überreden lässt oder von etwas abhalten lässt. Königin des Feuers, da haben wir die Heilung, Wassermann-Energie und daran solltest du festhalten. Wassermann-Energie bedeutet ja Selbstverwirklichung. Da sind wir wieder beim Ast der Kelche. Und festhalten heißt auch sparsam sein natürlich, aber auch an der Heilung festhalten, es besser machen. Ja? Wenn man ein bisschen gezögert hat, vielleicht dann, wenn es dann kommt, daran festhalten. 3 der Schwerter, da ist der Gehängte und da ist das Gericht. Jemand enttäuscht dich. Und das hatten wir heute, glaube ich, auch bei der Jungfrau, dass du von jemand enttäuscht. Ich glaube, das ist jemand, der seinen eigenen Vorteil im Auge hat und du identifizierst diese Person. Ja, können auch mehrere sein, aber ich denke mal, es ist eine Person und du bist enttäuscht. Mit der Sonne, 10 der Kelche von dir, 2 der Münzen, du wägst aber ab, was dir wichtiger ist, das Hadern oder das Glücklichsein. Und da gibt es natürlich kein Vertun. Ne? Mit der positiven Einstellung gehst du natürlich auch mit der Herrscherin positiv weiter. 8 der Stäbe und 2 der Schwerter. Du bist allerdings vorsichtig, wem du was erzählst. Das ist auch gut so. Gebranntes Kind scheut das Feuer und wenn dich jemand enttäuscht hat, dann ganz klar, ja, das ist vielleicht der Mond, die Mondenergie. Etwas, was jemand vielleicht auch verrät, was geheim war oder so, was dich betrifft. Das ist schon eine Enttäuschung. 10 der Münzen, Stabilität und Sicherheit, Finanzen, genauso auch wie Partnerschaften. König der Münzen, ja, und die Liebenden. Da ist eine solide Basis vorhanden. Also du brauchst dir da keine Sorgen zu machen. Stabilität und Sicherheit sind da, wenn du eben auch dankbar bist und demütig für das, was du hast. König der Schwerter. Ritter der Münzen und Knabe der Stäbe. Konzentriere dich oder verlasse dich auf die Geduld, etwas langsam anzugehen, es zu ergründen, es sachverständig vielleicht auch zu prüfen, ja, und erst dann zu entscheiden. Der Knabe der Schwerter, Details sind wichtig, ja, 7 der Münzen, der Herrscher, die Verantwortung übernehmen. Wenn du Verantwortung übernehmen sollst, sei es für ein Haus, eine Wohnung, einen Job, was auch immer, musst du das Kleingedruckte lesen. Ganz wichtig, denn du trägst selbst die Verantwortung dafür, ja. So, 2 der Kelche, der Hierophant, glückliche Verbindungen und neue Wege in Beziehungen.
Das kann privat sein, das kann aber auch beruflich sein. Aber ich denke, hier geht es mehr darum, das, was dir am Herzen liegt, zu festigen, aber eben auch neu zu gestalten, vielleicht kreativ zu gestalten, auf neuen Wegen zu gehen. Wir haben so viele Zehen der Kelche. Ich denke mal, Liebe spielt eine große Rolle in dieser Woche. So, dann wollen wir uns anschauen, was wir in dieser Woche für dich als Waage so in den Karten haben, in der Orakelkarte. Es ist immer genug vorhanden. Also nicht gierig werden, ja, nicht zu viel erwarten und eben auch im Kleinen das Schöne und das Gewinnbringende sehen. Aber das lese ich dir jetzt vor mit dem Koi. So, Moment. Der Koi, es ist immer genug vorhanden. Der Koi, der in einem kleinen Teich heranwächst, erinnert uns daran, dass in jedem von uns das Potenzial zum Wohlstand liegt. Das Gesetz der Fülle besagt, dass Wohlstand unser natürlicher Zustand ist. Unabhängig von den äußeren Bedingungen vermagst du ihn wie ein Magnet in dein Leben zu ziehen, zusammen mit all der Fülle und den Chancen, deren du bedarfst. Die Botschaft des Koi-Geistes an dich lautet, dass du beginnen sollst, die Grundlage für Wohlstand ganz bewusst in dir selbst zu legen, so klein dein Teich dir auch erscheinen mag, indem du die Fülle würdigst, wo immer du ihr begegnest. Das war das, was ich eben sagte, auch im Kleinen kann man sehr glücklich sein. Wenn du zu dem Selbst zu werden beginnst, das sich mit dem Wohlstand in all seinen Formen im Einklang befindet, dann werden auch die äußeren Umstände deinen inneren Reichtum widerspiegeln. Auch wenn es im Augenblick so aussieht, als sei dir kein äußerer Reichtum vergönnt, wird dies doch bald der Fall sein. Male dir die Fülle aus, die der Allgeist dich erfahren lassen will, im Wissen darum, dass er dir mit Freuden bringen wird, was du brauchst, sobald du dich für das bewusste Mitschöpfertum entscheidest, also mit daran zu arbeiten. Du hast so vieles zu geben und so viel Wertvolles in dir, das nach seinem Ausdruck in der Welt verlangt. Es gibt vieles, das du in deinem kleinen Teich erschaffen und anziehen kannst. Unterschätze nicht, was du hast und wer du bist, denn der Koi-Geist lässt dich wissen, dass du etwas Besonderes bist, geliebt und zutiefst wertgeschätzt. Vertraue darauf, dass die äußeren Bedingungen dabei sind, sich zu wandeln, um diese Wahrheit zum Ausdruck zu bringen. Also hab Geduld, übernimm Verantwortung, aber kümmere dich auch darum, das Kleingedruckte zu lesen. Denn im Nachhinein zu sagen, habe ich überlesen, ist keine Entschuldigung für die Verantwortung, die du da zum Beispiel bei einem Vertrag unterschrieben hast. Also schau genau hin, informiere dich gut, liebe das, was du tust. Und wenn dich jemand enttäuscht, lass dich trotzdem nicht von deinem Glück abbringen. Wenn jemand versucht, dich zu irgendwas zu überreden oder dich irgendwo hinzutreiben oder dir was auszureden, dann ist da meistens was faul. Und wichtig ist auch, dass deine Ansprüche auf ein gesundes Maß zurückgepfiffen werden. Ja? Sonst kann es nämlich sein, dass du selbst für die Enttäuschung sorgst, indem deine Ideen oder deine Wünsche in den Himmel wachsen und für deine Mitmenschen gar nicht erfüllbar sind. Ja? Also schön geerdet bleiben mit der Erdenergie des Königs der Münzen. Nicht zu hochtrabende Ideen, ja. Und wie gesagt, mitwirken, mitverantworten und neu gestalten. Klingt, finde ich, herrlich. Natürlich immer ein kleiner Wermutstropfen, wenn man von jemandem enttäuscht ist, aber das gehört zum Leben dazu. Ich wünsche dir natürlich eine tolle Woche. Bin gespannt, was du in die Kommentare schreibst, wie die Woche für dich verlaufen ist oder wie du das gemanagt hast und hoffentlich, wie das alles eingetroffen ist. Schreib es mir gerne in die Kommentare, denn auch andere lesen das und können davon vielleicht was mitnehmen für sich. Ja, wenn es dir gefallen hat, das Däumchen hoch nicht vergessen. Und wenn du mich unterstützen möchtest, Stückchen weiter rechts ist das Thanks, das englische Danke. Da kannst du ein Obolus gerne dalassen, wenn du magst. Ist kein Muss, aber ich würde mich natürlich freuen. Ja, dann haben wir unten in der Infobox die Informationen, wo du mich findest, beziehungsweise wie du Kontakt zu mir aufnehmen kannst, die Plattform, auf denen ich vertreten bin. Also wenn du eine persönliche Legung als Film haben möchtest, mit mir persönlich sprechen möchtest, diese Dinge können wir dann alles vereinbaren. Ja, und dann gibt es in naher Zukunft vielleicht auch noch etwas, was dich interessieren könnte. Da möchte ich nämlich ins Detail gehen, nicht nur eine Legung machen, sondern eben auch mit einigen Personen, die Interesse haben, diese Dinge genau ergründen, Schattenseiten hinter die Fassaden blicken und sich selbst besser kennenlernen. Das können wir gemeinsam machen, aber da kommt dann später mehr dazu. Ich wünsche dir eine schöne Woche und sag bis bald.